So, YouTube. Hallo und herzlich willkommen zu Foundry. Ja, wir sind gestern, in der letzten Aufnahmesession hier stehen geblieben und wir wollen mit diesem wunderbaren Gießereien weitermachen, um Beton herzustellen. Wir haben hier zwei wunderbare Tanks, einen auf der linken Seite, einen auf der rechten Seite. Und wir haben hier einmal so Zementsäcke und auf der anderen Seite irgend so ein gecrumbeltes Zeug, was sehr lecker ist. Und wir haben vier von diesen Dingern. So, da vier aber nicht die Sache ist, die wir am Ende behalten werden und ich noch nicht weiß, wie ich die hier aufbauen werde, wahrscheinlich eher so, nicht? So macht das einfach platztechnisch mehr Sinn. Und da wir hoch und runter müssen, lasse ich uns mal einiges am Platz. Das sollte reichen, oder? Das ist ordentlich. Und dann immer drei dazwischen. Oder? Das ist gut. Ich glaube schon. Da haben wir genug Abstand zu allem. Und können das bauen. Drei in die. Und dann haben wir unsere vier Dinger. Erstmal da. Und ja, da können wir natürlich noch nach links und rechts jeweils zwei, drei ranhängen. Die Sachen können wir noch duplizieren. Die dahinter können wir noch nach links erweitern. Die können wir nach rechts erweitern. Wir können das erweitern. In beide Richtungen nochmal um zwei Dinger. Also das passt bis jetzt sehr gut. Und bin gespannt, ob wir jetzt alles angebunden kriegen. Hier wird es ein bisschen spannender. Obwohl auch nicht. Wir können es eigentlich genauso machen wie an der anderen Stelle. Dass wir das so machen. Links, rechts und oben dann die Rohre. Die Rohre müssen also auf Ebene 3 hoch. Ich würde auch mit den Rohren vielleicht anfangen. Oh, das war ein falsches Ding. Das war ein Dreieck. Das will ich natürlich nicht. Wir müssen das ganz normal machen. So. Und am besten gehen wir direkt hoch. Und ja, wir haben im Chat gerade das Thema Autos. Kennt ihr euch noch mit Autos aus? Also ich nicht. Ich glaube, die wenigsten kennen heute noch in der Tiefe sich mit Autos aus. Klar weiß man, was vielleicht so ein Motor ist. Hat das ein oder andere mal aufgeschnappt und gehört. Aber so im Großen und Ganzen ist das doch alles eher eine Unbekannte, die man heutzutage eh nicht mehr unter Kontrolle hat in irgendeiner Weise. Und wir rätseln hier gerade über das eine oder andere Problem und ob und wie es behoben werden könnte. Also wer Ahnung von Autos hat, kommt nicht in meinen Chat. Weil da werdet ihr nur Laien vorfinden. Je nachdem, wie modern das Auto ist, kann es auch sein, dass die Beschleunigung von der Motorendrehzahl abhängt. Und wenn das Signal für Drehzahlgeschwindigkeit falsch ist, weiß der Motor gegebenenfalls nicht mehr, was er machen soll, sagt Normalement. Das klingt sogar irgendwo plausibel. Seentrost sagt, aber da kann ich sowas nicht dem, was? Aber kann sowas nicht dem Motor den Arc belasten, falls die Drehzahl hängt? Und greift das eigentlich, greift denn eigentlich der ADAC, wenn ich zur Werkstatt bringe von zu Hause? Oha, das sind ja wirklich diepe Fragen, wenn man so möchte. So, wir gucken an, dass wir das hier alles ein bisschen ähnlich basteln. Und wir sehen, Wasser kommt schon mal an. Das ist gut. Dadurch, dass die blauen Sachen drin sind, weiß man, Wasser kommt an. Wird das Wasser auch reingepumpt? Das sieht man. Nee, wird es nämlich nicht. Kann aber daran liegen, dass wir hier noch kein Rezept ausgewählt haben. Guck mal. Ja, und das hasse ich. Die Dinge haben nämlich eine Richtung. Und das sieht man hier nicht. Also es ist, das ist schlecht gemacht vom Spiel. So, jetzt funktioniert's. Warum geht an der anderen Seite kein Wasser ran? Es hat die gleiche
Ansicht wie hier. Man kann es einfach nicht unterscheiden als Benutzer. Ja, das ist so ein Problem. Da müssen sie auch auf jeden Fall nochmal ran. Weil ich habe gar keine Chance im Vorfeld, das richtig zu erahnen. Also das ist echt Zufall. Und das nervt mich, sowas. Genau wie Autoschäden andere Leute nerven. Ich würde sagen, am besten hinhören. Wenn er sich wie immer anhört, denke ich, dass es kein Problem ist. Wenn das alles irgendwie zusammenhängt, könnte sich das schlimmstenfalls den Spritverbrauch erhöhen. Ob der ADAC Kleinstfahrzeuge mitnimmt, weiß ich nicht. Und Gregor hat gerade noch 14 Minuten gebraucht, um alle Flaggen der 196 Staaten der Welt korrekt zu identifizieren. Spaß mit Flaggen hat er. Tja, Spaß mit Flaggen machen wir auch immer am Wochenende. Dann machen wir nämlich Geotastic ganz oft. Und ja, mal sind wir mehr, mal weniger erfolgreich. Beim letzten Mal waren wir, ich möchte das gar nicht sagen, 167 Minuten unterwegs. Das war dann schon ein bisschen bitter, diese Pille. Ah, wir haben es auch überlebt. Tja. Nee, aber mit Auto. Die einzige Erfahrung, die ich mit Autos habe, ist Scrap-Mechanik und Forza Horizon. Das dürfte nicht viel helfen bei Problemfindung. Und weil ich auch einfach nie ein Auto besessen habe und wahrscheinlich auch in meinem Leben kein Auto mehr besessen haben werde sollen. Irgendwie so. Apropos, checkt meine Shorts aus. Hab heute mal wieder einen neuen Kracher hochgeladen. Da steht doch immer noch falsch rum, das Ding hier. Ihr kennt ja alle, meine Shorts sind einfach die allerbesten, die den ganzen Abend durchgeguckt werden müssen und natürlich mit jedem Account, den ihr habt, ein Like bekommen. Achso, da sind schon 60 Liter drin, ich habe das gar nicht gesehen. Also, hier waren wir noch nicht fertig. Ich habe mich gerade gewundert, warum kommt da kein Wasser rein? Naja, vielleicht sollte man auch zu Ende bauen, bevor man dann mit neuen Dingen anfängt. So, dann machen wir hier noch ein Dreier-Ding. Hier noch eine Kurve. Und dann ziehen wir ran und ziehen wir ran. Zonk. Und dann fließt auch hier das Wasser. Wenn man diese Kurve da unten richtig setzt. Ich wollte euch ja nur zeigen, wie das nicht geht. Und schon ist das Wasser da. Und die erste Ressource ist hier wunderbar in den Dingern drin. Und fließt. Ja, gut. Jetzt müssen wir das eine von hier nach da legen und das andere von hier nach dort. Das eine bleibt also bodenerdig und das andere geht nach oben. Ich würde sagen, wir fangen da mit dem an, welches nach oben führt. Und dann das da drunter ergibt sich dann hoffentlich von alleine. Das heißt, wir gehen erstmal zwei hoch. Klicki klacki. Docki ducki. Dann können wir nämlich da unten durch, ohne dass wir da Probleme haben. Und wir brauchen sowieso immer die Verteiler noch da dran dann. Mit X kann man den Baumodus umteilen. Ich mag diesen anderen Baumodus viel lieber. Weil man viel eher das Ding dahin kriegt, wo es auch hin soll, weil es nicht von selber irgendwie einsnappt. Aber ich glaube, es hat sich entschieden, weil ich das schon in die Richtung gebaut habe, dass wir ihn hier hinten nach oben führen werden. Die Frage ist nur einmal oder zweimal? Ich würde ja sagen zweimal.
Das heißt, einmal auf der Höhe und einmal auf der Höhe. Bei mir wäre es auch eine Katastrophe. Ich habe zum Glück keinen langen Weg, aber alles andere ist Rest in Peace. Zumal ich mal Panikattacken nicht im Bus und Zug fahren kann. Ja gut, ich glaube, man muss nicht mehr Panikattacken haben, dass man nicht im Zug und Bus fahren will. Das ist auch für, wenn man keine Probleme hat, immer ein Abenteuer, wo man nicht unbedingt rein möchte. Von daher kann ich das schon durchaus verstehen, dass man das so gut wie möglich vermeiden möchte. Ich meine, allein die Ungewissheit und die Anzahl der Menschen und generell Menschen, und das kann schon ziemlich wehtun, wenn man da allein drin sein muss. Menschen sowieso immer wieder komisch, nicht wahr? Hopp. Ach ja, Krankenhaus ist 20 Kilometer entfernt von mir. Das heißt, wenn ich in einen Infarkt bekomme, bin ich wahrscheinlich schon tot, bevor die hier sind. Ja, du kannst ja von Glück reden. Die kommen gar nicht erst dann. Das ist ja dann sowieso nicht mehr notwendig. Deswegen sind die Krankenhäuser ja so weit weg. Außerdem entlastet es doch wunderbar die Kassen, sodass die jungen Leute nicht mehr so viel einzahlen müssen. Hat nur Vorteile. Ihr seht das immer alles schwarz auf schwarz und malt eine düstere Zukunftsprognose. Ich meine, wenn man so alt ist, dass man einen Herzinfarkt kriegt, dann sollte man vielleicht auch einfach umkippen. Nein, Spaß natürlich. Aber ja, heutzutage möchte man auf jeden Fall nicht krank sein. Wir hatten vorhin das Thema meine Ohrenärzte, die Gelder veruntreut haben, im besten Fall nur Gelder veruntreut haben und auch echte Lizenzen hatten, die dann hops genommen wurden. Und jetzt ist natürlich dann so dieses Gefühl mit Ärzten nicht auch ein anderes. Wie ich darauf komme, ich habe nämlich aktuell Ohrenschmerzen leichte und hoffe nicht, dass die schlimmer werden und ich dann zu diesen scheiß Ärzten wieder irgendwie muss. Ich meine, gut, die sind zu, aber krieg mal einen Termin beim neuen Arzt, dann sagt er, gehen Sie zu Ihrem Alten, dann sagst du, ja, die haben zugemacht, weil die illegal behandelt haben. Dann sagen die, ja, wir können aber keine Neupatienten aufnehmen. Und dann sagst du so, ja, aber ich bin krank. Ja, aber deswegen, wir nehmen keine Neupatienten auf. Und dann sagst du aber, ja, wir sind krank. Und dann hast du eine Pattsituation. Dann musst du zu irgendeiner Krankenkasse zur Not rennen, dass die dir einen Arzt zuweisen, und bis das passiert ist, bin ich schon längst wieder gesund und hab 3 Arbeitstage verpasst. Unbezahlt, weil ich keine Krankschreibung bekommen habe, dann kann ich auch lieber gleich das sein lassen, nicht wahr? Ich würde sagen, das unten geht auf diese Richtung lang, oder? Dann wären wir, glaube ich, besser dran. Auf jeden Fall. Hört sich jetzt so negativ an, weil ich noch immer möchte, dass Intros irgendwie zu uns in die Firma kommt. Aber mein Chef ist 35 und hatte schon 3 Herzinfarkte. Ah, manche sind damit echt nicht gesegnet. Reicht ja irgendwie ein kleiner Herzfehler von Geburt an und schon hast du da immer Spaß mit und kommst da nicht mehr raus. Und oft wird es nicht erkannt. Und dann, wenn es erkannt ist, dann wird gesagt, ja, das wurde jetzt zu spät erkannt. Wow. Toll. Dankeschön. Ich frage mich immer, wo sind die Ärzte wie Dr. House, die einem Hoffnung machen? Okay. Ich glaube, wir haben alles angebunden, oder? Dann können wir... Das war jetzt aber easy, oder? Dadurch, dass ich so viel Platz hatte. Der kriegt hier, der verteilt. Der kriegt hier, der verteilt. Geht rein, rein. Und dann kommt hier raus, raus. Und da wird schon ordentlich produziert, der erste Beton. Apropos produziert, wir haben hier noch Sachen in der Tasche.
Die können wir hier noch schön reinwerfen. Dann sind wir so nämlich los. Ich hoffe zumindest, dass wir sie dann los sind. Nicht ganz. 14 sind übrig geblieben. Und den Beton können wir jetzt holen. Dafür spawne ich mich mal zurück. Und ich brauche hier einen Aufgang unbedingt. So, dann komme ich hier wenigstens hoch. Und hier sind wir nämlich schon beim Beton. Warte mal, wenn ich den jetzt hier abreiße. Ich vertraue Ärzten 0. Ja, also sagen wir mal so, ich habe auch einiges. Ich könnte auch einiges erzählen, aber Sachen so private erzählt man ja nicht. Aber ja, Ärzte, wenn du da einmal den Falschen hast, nicht, dann ist einfach richtig scheiße. Und du kannst ja nicht mal was dafür. Aber man hängt halt einfach damit fest. Oh, das ist nicht gut. Und muss damit, so doof es klingt, leider irgendwie leben, nicht wahr? So, Shift. Und die beiden Gießereien könnten wir eigentlich mitnehmen jetzt. Und hier ist noch mehr Kies drin, nicht? Der ist nachgeflossen nochmal. 1600. Weil hier auch noch Stein drin ist, weil der auch noch nachgeliefert wird. Okay. Aber der hier ist alle. Das ist gut. Dann kann ich deswegen sie mitnehmen. Ich hoffe nicht, dass die in der Zwischenzeit 1600 Beton hergestellt haben. Und die Dinger können wir auch wunderbar gebrauchen, da wo wir jetzt dann hingehen. Damit können wir neue Dinge umwandeln. Auch nicht schlecht. Nehmen wir auch nochmal Duncan mit. Und dann Tschüssikowski, alte Fabrik. Wir laufen wieder wunderbar zurück. Wenn die nicht kommen, haben die 10 Euro gespart. RTW rufen kostet 10 Euro. Kein Witz. Ich weiß. Ich bin mal beim Arzt umgekippt. Der mich eigentlich nicht rannehmen wollte. Dann bin ich umgekippt. Also ich bin wirklich umgekippt. Nicht? Und dann bin ich im RTW oder im Krankentransport wieder aufgewacht. Und am Ende, nachdem man aus dem Krankenhaus raus war, hat man natürlich die Rechnung wieder gefunden. Ich meine, war nur 7,50 Euro. Aber ich wurde ja nicht mal gefragt. Das ist schon so, ja, okay, nicht. Danke, dass ihr das gemacht habt, aber ich meine, ich zahle fast 40% vom Gehalt oder so geht an Krankenkasse. Und da ist dann nicht ein Liter Benzin drin, um mich irgendwo hinzukarren, wenn ich mal umkippe. Und danke. Dann, warum zahle ich das dann überhaupt, denke ich mir immer. Ich meine, das, was wirklich alles anfällt in meinem Leben, wird mir eh nicht abgenommen, nicht? Zähne, Brille, nix kriegt man erstattet irgendwie, außer mit größeren Aufwand. Und trotzdem darfst du immer schön reinzahlen. Und wenn du ganz viel Glück hast, dann bist du irgendwann mal schwer beschädigt. Im Alter kannst du dich nicht mehr bewegen und hast dann 1% Vorteil von dem, was du eingezahlt hast. Weiß nicht, ob das System so gut ist. Aber naja. Ich werde es nicht mehr ändern in meinem Leben. Nee, wartet. Das ist falsch. Wir brauchen das hier. So. Dann haben wir alles gebaut. Und wir haben den Beton hier drin. Sehr gut. Aber wir haben ja noch 2 weitere Gießereien. Theoretisch könnten wir die doch hier wunderbar hinstellen. Warte mal. Die müssen den Bildschirm nach da haben. Ja, genau. Also so rum.
Dann nehmen wir die noch mit auf. Das Lustige ist, da müssen wir nämlich einen dritten Weg hier hinten hin machen. Und einen dritten Weg nach da vorne. Ups. Das ist auch so eine tolle Sache. So viel muss man selbst sein. Zähne, ja. Das ist wirklich... Also das finde ich mit am schlimmsten. Vor allem, da die meisten Probleme, die du mit Zähnen hast, auch im Kindesalter locker behoben werden könnten. Aber du einfach als Kind das nicht weißt und ja manchmal auch das gar nicht irgendwie... Dass du es mitkriegst oder so, nicht? Also... Das ist halt außerhalb deiner Möglichkeiten und dann wirst du 18 und dann fangen die Probleme irgendwann an und dann darfst du zahlen. Toll. Danke, denke ich mir da nur. Aber warum? Ich war doch schon mal beim Zahnarzt, dann hätte der das doch früher beheben können. Das heißt, du brauchst da auch schon wieder einen Arzt, der eine gute Ausbildung hat, damit du keine Kosten hast, wenn du älter bist. Das ist doch alles Kacke. So, hier können wir später dann noch abgehen, nicht? An dem Ding. Das kommt schon mal rein. Das ist gut. Oh, bei dem habe ich rechts angefangen. Das ist natürlich schlecht. Hier müssen wir nochmal umbauen. Gut, dass wir das nochmal machen. Weil... Der muss bis hier gehen. Das heißt, der geht direkt hier hoch. Anderer Baumodus mit X. Dann können wir es wieder platzieren. Oh, ah. Ah, das ist eine Wand, nicht? Und deswegen geht er diesmal nicht so gut hier. Okay. So ist besser. Dann müssen wir die hier nochmal ummünzen. Das heißt, du gehst hierhin, du gehst dorthin und der Neue kommt dann von dort. Irgendwie ist das jetzt blöd hier, weil dann geht er durch den Boden. Das ist auch so eine tolle Sache. Genauso, das frage ich mich kürzlich auch, ob Kinder in dem Alter passiert durch Vernachlässigung, ja? Und am Ende dürfen die Kinder halt alles zahlen. Meine Mom hat mich extrem vernachlässigt, jetzt mit dem Problem da, zum Beispiel den Zähnen, ja. Also ich wurde nicht vernachlässigt und trotzdem habe ich die Probleme, weil einfach die Ärzte nicht die entsprechende Aufklärung getan haben, nicht? Man kann ja nicht mal Eltern unbedingt immer Vorwürfe machen, die wissen es auch oft nicht besser. Das muss man ja auch so sehen, die können ja auch nicht alles wissen. Aber wenn dann der Arzt entsprechend auch noch mit seiner Ausbildung einem nicht unterstützt, als Elternteil, wenn man schon hingeht, dann ist das natürlich auch immer eine bescheuerte Situation. Naja. Okay, ich weiß nicht, ob unsere Dinger reichen. 107? Das wird eine enge Kiste hier. Ist ja richtig voll hier. Hallo, Lightro. Moin, moin, moin. Kein Geotastic läuft. Ja. Wird auch mal richtig kuschelig hier. Ist ja auch ein gutes Spiel. Aber wir reden eher und das Spiel läuft eher nebenbei. Kennst du dich mit Autos aus? Wahrscheinlich auch nicht so, oder? Wir hatten hier eine Autofrage und ich als absolut keine Ahnung von Auto haben, konnte die auch nicht beantworten. So, dann können wir hier nämlich auch noch erweitern später. Wunderbar. Wir können hier schon mal auf... Ah, und die können auch das Polymer herstellen. Interessant. Okay, das Wasser müssen wir auch noch anbinden. Das heißt, wir brauchen Rohre. Oh, wir haben nur noch 10 Rohre. Oh, das ist ja schlecht. Kommen wir mal 2 raus. Das ist nicht schlecht.
Ich war mein ganzes Leben lang bei der Barmer und dieses Jahr habe ich gewechselt. Die Preise angehoben haben. Barmer zu TK, rund 20 Euro Sparnis im Monat. Ich bin auch zur TK gegangen von der Barmer, weil die Barmer auch, also ganz ehrlich, bei der TK, da gehe ich zum Arzt und der Arzt sagt, ah, kein Problem, wir wissen, das ist freigegeben hier, bla bla bla, wir können die Behandlung für Sie vorschlagen. Bei der Barmer, da gehst du zum Arzt, ja, da müssen sie sich das erstmal da absegnen lassen, da müssen sie erstmal da vorsprechen, da müssen sie erstmal da mit der Überweisung hin, dann weisen die ihnen vielleicht einen Arzt zu. Sag mal, wo bin ich denn? Und das war vor Jahren so. Dann bin ich da immer hingedackelt, dann haben die das abgezeichnet, wie in so einem, weiß nicht. Also das geht doch auch moderne und bei der TK, da hast du irgendwie doch mehr Optionen gefühlt. Also gefällt mir auch wesentlich besser. Nicht nur, weil es günstiger ist. Oh, und die Rohre haben genau gereicht. Und Beton. So, dem fehlt noch Kies. Ah, stimmt. Wie, dem fehlt Kies? Aber Kies geht doch nach oben. Ach so, ja, stimmt. Der eine vordere Kies-Dings, der fehlt hier. Den haben wir noch nicht. Nur mit Fahrrädern. Was war die Frage? Ah, weiß ich gar nicht mehr genau. Irgendwas am Motor macht komische Geräusche oder funktioniert nicht mehr so richtig. Und die Frage war, ob der Motor kaputt geht, wenn man mit dem Auto weiterfährt, weil sonst darf man nämlich zur Arbeit laufen. Und das ist natürlich auch keine geile Situation. Wenn man zur Arbeit latschen muss, weil das Auto nicht mehr will, dafür hat man es ja. Aber klar, ein Rad wäre eine Alternative. Wir können ja gleich fürs Rad Werbung machen. So, den stellen wir auf Ausgang. Okay, wunderbar. Output funktioniert. Input funktioniert. Zeug kommt raus. Zeug geht rein. Vielleicht haben wir viel zu viel Beton jetzt erstmal in der langen Sicht, aber wie habe ich den da drüben gebaut? Einfach nur gerade. Ich finde das hier klossi. Zack, Output. Und die Fabrik, die läuft. Die ist auch schon riesig skaliert. Passt das denn mit dem Wasser? Wasser sieht gut aus. Läuft nicht leer. Haben wir hier Probleme? Läuft hier irgendwas leer? Hier ist 3200 drin und da drüben hoffentlich auch. Nicht wie ein Rennfahrer Beschleunigung und Bremsen, umweltfreundlicher und ruhig fahren, dann springt der Tacho weniger. Oder gar nicht fahren, dann springt der Tacho auch weniger, aber das ist ja auch nicht mal leicht gesagt in Zeiten, wo ein Rad so viel kostet wie ein gebrauchtes Auto. Und je nach Entfernung und Arbeit würde ich auch nicht immer mit dem Rad hinfahren wollen. Also wenn ich in der Pflege arbeite zum Beispiel, nicht, dann würde ich nicht vorher 20 Kilometer Rad fahren wollen. Und da verschwitzt ankommen und dann passt auch noch hier. Das kann man dann auch schon verstehen. Okay, aber ich würde sagen, alles läuft. Das heißt, wir können uns um die nächsten Projekte widmen. Wir haben skalierbare Mineralgestein- und Betonfabrik. Wir haben skalierbare Plattenfabriken. Wir haben skalierbare Stahlfabriken. So, das heißt, wir könnten jetzt Olomit hier angehen. Dann hätten wir hier die Olomit-Fabrik und hier wollten wir die eigentliche Fabrik hinsetzen. Das klingt nach einem Plan, oder? Das heißt, wir holen uns entsprechendes Baumaterial. Was ist denn das für eine Krücke? 45 km/h? Damit bin ich ja mit dem Rennrad schneller. Hol dir ein S-Pedelec, das kann auch 45.
Gut, kostet aber auch schnell mal 4.000 bis 5.000 oder mehr. Das ist ja auch genau die Sache. Manche Sachen sind einfach noch sehr teuer. Wir haben noch Stangen. Platten haben wir. Wir haben keine Förderbänder mehr. Aber da gehe ich auch erstmal zurück und dann holen wir uns die Level 1 Förderbänder da hinten. Und dann bauen wir die lieber um. Ich weiß gar nicht, brauchen wir hiervon überhaupt noch irgendwas? Eigentlich nicht mehr, oder? Außer die Sachen, die hier produziert werden. Weil du zum Beispiel, du produzierst noch. Okay. Und du produzierst noch. Du würdest auch noch produzieren. Und die hier will ich mir mal rausnehmen. Dann kann ich nämlich wunderbar 121 Dinger herstellen. Was brauchen wir dafür? Die Stäbe. Da sind wir nämlich an der richtigen Stelle. Dann holen wir uns hier die Stäbe raus. Nicht teilen. Ich will das einfach übernehmen. Hä? Jetzt hat er's. Mein Gott. Dann können wir die ganze in Ruhe erstmal herstellen. Von dem brauchen wir mehr als genug. So, 391 reichen denn erstmal, oder? Würde ich sagen. Wir brauchen auf jeden Fall mehr als ein, zwei Stromdinger. Wir brauchen Fahrstühle. Da brauchen wir aber Stahl. Okay. Was brauche ich denn hierfür? Stahlträger. Okay, bei Rohre brauche ich Stahl. Die Stangen sind schon wieder fast alle. Okay, was können wir noch abreißen? Das Wasser da hinten mit den Rohren kann weg. Sonst könnte ich auch Roller fahren. Auch nicht schlecht. Aber ja, im Winter ist natürlich schlecht. Aber gut, es gibt kein falsches Wetter. Es gibt nur falsche Kleidung, wie Liam Carps uns schon gelehrt hat. Aber schon war, nicht? Also wenn ich mich zwischen einem Auto entscheiden müsste für ein gebrauchtes für 4.000 oder einem neuen Rad für 4.000, was wahrscheinlich dann am ersten Tag geklaut wird, wenn ich es nicht richtig unterbringen kann, weil ich zum Beispiel nur in einer Mietwohnung wohne, dann weiß ich nicht, ob ich am Ende nicht doch immer das Auto nehmen würde, nicht? Also es gibt, glaube ich, sehr viel infrastrukturtechnische Probleme heutzutage noch, die erstmal auch zu klären sind, um solche Probleme aus dem Weg zu schaffen und die Akzeptanz grundsätzlich auch noch zu erhöhen. Und finde ich, für jeden bietet sich halt sowas leider auch an. Also ich würde mir zum Beispiel auch kein E-Bike holen, einfach aus der Tatsache, dass ich es nicht unterbringen könnte. Oder nicht entsprechend immer tragen könnte. Aber ich müsste es halt irgendwo in der Wohnung stehen haben, nicht? Und dann die Treppen runter, die eh schon eng sind, dann ist das Ding schwer. Ich kann gerade mal so 5 Kilo heben. Was auch medizinisch darf ich gar nicht so viel heben. Deswegen ist es eigentlich nicht gut, dass ich immer mein Rad runtertragen muss, schon mit 10 Kilo oder was das hat. Okay, die müssen ja verbunden bleiben hier. Sonst kommt der Strom nicht an. Hier vorne können wir abräumen. Das brauchen wir nicht mehr. Und dann haben wir hier alles ordentlich schon mal weggerissen. Die Sachen arbeiten noch. Das sind die ältesten Dinger, die hier arbeiten, ohne Unterbrechung. Ich musste die einmal tiefer setzen. Okay, stimmt. Aber seitdem arbeiten sie. Und arbeiten. Wie Duracell-Häschen. Und nehme ich gefangen. Hilfe. WB, bis gleich, meine ich.
Ich war jahrelang das ganze Jahr Rollerfahren, bis ich im Winter mal so krass geschürzt bin mit dem Rücken auf dem Bordstein. Zum Glück hatte ich meine Motorradkleine ein, sonst wäre ich nicht mehr aufgestanden. Trotzdem konnte ich die Woche nicht laufen und war blau. Ah, das war auch geil. Aber da, dass man überhaupt Motorradkleidung anhat, ist ja dann schon, sag ich mal, ein Gewinn gewesen, nicht? Das hätte ja wirklich dann ganz anders ausgehen können. Aber es kommt eh immer anders und blöder, als man denkt. Okay, das läuft. Die sind alle... Ich glaube, nur die Level 4-Dinger hier kann ich wegnehmen. Die laufen nicht mehr. Wo sind denn die? Die sind hier vorne irgendwo. Die hier laufen nicht mehr. Weil die brauchen... Stahl. Die erweiterten Teile. Okay, die erweiterten mechanischen Teile sind interessant jetzt. Ja, mal, da können wir auch alles abreißen. Mit einem Schlag. Warte, das muss aber verbunden bleiben. Bis hierhin. Zank. Schön weg. Oh, jetzt ist er runtergefallen. Naja. So, wie viel sind da drin? 600. Das heißt, das kann ich auch noch nicht jetzt sofort abreißen. Da kommen die Platten an, das ist okay. Und das hier sind dann die... Was macht ihr? Das macht aus Beton und den fortgeschrittenen Teilen dann und Rohren die Dinger. Das heißt, wir müssen einmal Rohre herstellen. Beton haben wir. Das heißt, als nächstes die fortgeschrittenen Teile vielleicht, bevor wir mit Olomit anfangen. Da brauchen wir die Fertiger. Die haben wir ja jetzt wieder an Bord, 9 Stück. Ich würde sagen, 8 Fertiger reichen. Und die brauchen Maschinenteile und Stahlträger. Und Maschinenteile kriegen wir aus was? Ups, nicht herstellen. Maschinenteile kriegen wir aus den Platten. Die Platten stellen wir hinten her. Das heißt, erst machen wir Maschinenteile. Das heißt, von dieser Fabrik, aus machen wir hier irgendwo Teile, ne? Erstmal. Das wäre der erste Anlaufpunkt, den wir jetzt machen. Liebe an alle, das ist sehr schön, nicht? Das muss auch mal sein. Es gibt so viel Negatives in meiner Welt. Und der ganze Tag ist eh schon scheiße. Dann braucht man nicht noch mehr Scheiße, nicht wahr? Einfach mal abschalten. Deswegen finde ich so eine Spiele hier wirklich entspannend, weil man einfach mal im Kopf beschäftigt ist mit anderen Sachen und sie sind trotzdem simpel genug, dass sie nicht stressen. Die Bedienung ist halbwegs okay, sodass sie nicht nerven. Immer wichtige Faktoren. Es gibt so viele Spiele, die einen nerven und stressen und dann ist man noch aggressiver und genervter. Das muss ja nicht sein. Einkaufsmöglichkeiten und Arbeitsplätze auf dem Land werden zerstört und in den Städten entlang von Autobahnen konzentriert. Ich weiß noch, wie ich als Kind zum Tante-Emma-Laden an der Ecke laufen durfte. Die Geschichten vom Uropa. Und dann selber Milch geholt habe. Und da war wirklich eine alte Frau, die hatte nur das Nötigste, nicht? Und dann war die irgendwann nicht mehr, dann hat es die Nachbarin übernommen. Das war richtig urig. Aber sowas heutzutage, da kannst du froh sein. Also wenn ich mit dem Rad auch so durch Sachsen fahre, da findest du teilweise das Nächste, was du einkaufen kannst, ist dann in Leipzig. Das ist echt scheiße. Also... Die Leute müssen echt bis Leipzig dann reinfahren oder halt in eine andere größere Stadt in ihrer näheren Nähe hinfahren. Aber du kommst halt quasi nicht drumherum. Und das ist so ein bisschen bescheuert. So, sind wir alles losgeworden? Ja, sehr gut. Dann, wo machen wir das denn hin? Ich meine, wir haben hier eh ein Förderband. An das können wir uns anschließen.
Wir haben hier Strom, das ist doch auch geil. Nur die Bäume zerstören in dem Spiel ist nicht schön. Naja, du kannst theoretisch ja über den Bäumen bauen. Da musst du eigentlich fast gar keine Bäume wegnehmen. Aber es macht es natürlich anstrengender. Und du brauchst am Anfang ein bisschen Biomasse, um weiterzukommen. Du könntest aber Büsche abreißen anstatt Bäume. Dann würdest du auch Idefix glücklich machen, weil der mag es ja auch nicht, wenn Bäume abgefällt werden. Ich dürfte ungefähr genauso alt sein wie ich. Ja, aber was mein Name ist, ist geheim. Hahaha. Mein Alter ist ein Mysterium. Ich bin zwischen 16 und 86. Aber wahrscheinlich eher 86. So, auf welcher Höhe? Machen wir so zwei frei? Das wäre dann auf der Höhe hier. Und dann gehen wir hier ab. Klingt doch vernünftig, oder? Machen wir hier vor den Absprung weg. Und dann können wir hier rumgehen. Zack. Und so weit, wie wir wollen. Uns dann platzieren und die Fabrik hinbauen. Und ja, ich muss die Bäume dann abreißen. Die sind mir im Weg. Oh Mann, 172. Da habe ich so viele neue dazugelernt und dann vergesse ich alte. Siehst du, Gregor, habe ich dir davon gesagt. Jetzt, das passiert. 372. Okay, das geht ja noch. Ich dachte wirklich 172. Da hättest du ja 200 vergessen zu ihm. Verrat es mir. Nein, nein, nein. Das ist wie bei Ronny. Niemand weiß das eigentliche Alter. Zwischen 33 und 38. Ne, das ist doch eine gute Schätzung. Ein guter Rahmen und bei dem bleibt es. Wenn ich mich rasiere und die Brille abnehme, dann werde ich an der Kasse immer noch nach meinem Ausweis gefragt. Wenn ich irgendwas kaufe. Also ich kann mich auf jeden Fall jünger machen. Oh, oh, hier geht es nach oben. Aber nur eins. Gut. Das können wir noch hinkriegen. So. Genau, an der Stelle würde ich in die Richtung dann die Fabrik bauen wollen. Das heißt, das hier alles muss weichen. Also 39. Von mir so 39. Ich bin das, was ihr wollt, dass ich für euch bin. Seht es doch so. Wir müssen ein bisschen Sachen noch ablegen gehen. Ihr werdet von mir keine Antwort erfahren darauf. Ich muss mich ja auch ein bisschen geheimnisvoll gestalten. Man ist schon so oft der gläserne Mensch heutzutage. Die Erde können wir auch noch irgendwo weghauen. Hatten wir nicht hier Erde irgendwo drin? Das muss reichen. Stahl können wir uns aber holen. Warte mal, Stahl kommt von da hinten. Ach, schon ein Stück weg, aber ich brauche Stahl. Dann verrate wenigstens das Geburtsjahr. Nee. Wir haben keine Geheimnisse hier. Okay, dann nennt mir bitte eure Kontonummer. Falsch rum. Ich muss euch ja meine Kontonummer nennen, wenn ihr mir was überweisen sollt. Ja, das funktioniert auch nicht. Verdammt. Dann unterschreibt einfach den Blankoscheck für mich. Also, falls jetzt jemand 1 Million spendet, verrate ich's. Bin ich nah bei dir dran? Lightro, auch du wirst es nicht erfahren. Weil das Schöne ist, ich weiß es meistens selber nicht. Hier ist der Stahl.
So, und dann können wir nämlich gleich wichtige Sachen herstellen, wie einen Fahrstuhl noch und zwei Lastenaufzüge. Nochmal zwei Lastenaufzüge. Haben wir die nämlich schon mal weg. Und Rohre brauchten wir noch. Machen wir so 70 Rohre. 80 sind 160 Dinger. Das dürfte reichen. Haben wir erstmal einen guten Vorrat an einem. Mal gucken, was die KI dazu sagt. Die KI verrät mein Alter nicht, oder? Gregor Simon asked me. Wie alt ist denn Larry Wayne, beziehungsweise in welchem Jahr ist er geboren? Larry Wayne ist 35 Jahre alt und im Jahr 1987 geboren. Das klingt doch nach einer validen Aussage von der KI. Das ist ja furchtbar. Er hat mal irgendwas gesagt, was Rückschlüsse darauf ziehen ließ. Aber dass er nah an mir dran ist, weiß ich nicht mehr genau, was er sagte. Tja. Da links. Wie gesagt, es wird geheim bleiben. Ich werde es weder bestätigen noch verneinen. Ich werde einfach zu einem Ja sagen. Ich bin genauso 32 wie 37, wie 38, wie 39, wie 43, wie 35, wie, weiß nicht, was hat die KI gesagt, 87 geboren, wie 44 geboren, wie 2013 geboren, sind alles nur Zahlen. Wir müssen uns Fragen ausdenken. Da ist die Frage. Kam da eine Antwort? Gregor Simon asked me. Und wie alt ist Gregor Simon? Beziehungsweise in welchem Jahr wurde er geboren? Gregor Simon ist in den 38 Jahren, also wahrscheinlich irgendwo zwischen 1983 und 1988 geboren. Da, Gregor, jetzt haben wir dich. Eindeutig erwischt, dein Alter geleakt durch die KI, stochastisch berechnet und ganz genau analysiert. Wir haben dich. Es ist so schön, wenn man jünger geschätzt wird. Was meinst du, was ich mir denke bei euren komplimentären Antworten? Ich muss los! Wieso, sollen wir mal dein Alter berechnen lassen? Die KI weiß immerhin alles und sie hat immer recht. Zumindest, wenn Menschen der KI belanglos glauben sofort. Ich glaube, es war beim Thema Musik und Erscheinungsjahr oder sowas. Oh, Lightro. Oh, Lightro. Mal gucken. Wie gesagt, ich werde nichts bestätigen. Selbst wenn ihr drauf kommen würdet, würde ich ja vielleicht nicht Ja sagen oder auch vielleicht nicht Nein. Und falls du gehst, Seelendrost, dann schlaf schön. Danke, dass du da warst. War ja jetzt doch ein bisschen länger als kurz. Freut mich. Und wir haben keinen Platz im Charakterinventar und wir haben auch keinen Platz mehr in dieser YouTube-Folge. Deswegen sehen wir uns in der nächsten wieder.